Hallo, ihr schaut Mo von VR und natürlich bin ich wieder da. Es gibt einen merkwürdigen Sale, der heißt Platin-Wochenende tatsächlich und geht vom 13. bis zum 17., also bis nächsten Dienstag ab heute. Richtet sich allerdings ausschließlich an PlayStation plus Elite-Menschen. Wisst Bescheid. Und zwar gibt es unser fantastisches Blood and True. Ist noch gar nicht so alt. Schöner Action-Titel. Ihr steuert mit den Move-Controllern und seid quasi ein super Agent, müsst alles wegballern, Dinge erforschen. Es gibt eine sehr, sehr schöne, super interessante und fantastisch inszenierte Story. Fakt ist, wenn ihr eine PlayStation VR habt, das ist ein Exklusivtitel von Sony, dann müsst ihr dieses Ding gesehen haben. Es ist ein Action-Feuerwerk. Die Locomotion, also die Bewegung, ist ein bisschen restriktiv, da das Ding natürlich möglichst massenkompatibel sein soll, aber ich habe bisher niemanden gehört, der davon enttäuscht war. Falls euch das mit 40 Euro bisher zu teuer war, für 20 könnt ihr jetzt zuschlagen und dann könnt ihr es richtig knallen lassen. Dann gibt es Impatient, das ist auch ein Titel, den Sony vertreibt, von Supermassive Games, wenn ich mich nicht täusche. Das spielt im Universum von deren Horrorspielen. Ich weiß gar nicht, wie die alle heißen. Und ist mehr so ein Psycho-Thriller-Ding. Soll nicht so die Granate sein. Allerdings auch hier wieder technisch fantastisch. Ne? Es gibt viel Dialoge und creepy Zeug und die Grafik ist toll. Also für Technik-Enthusiasten, die sich nicht vor ein bisschen Gruselei fürchten, die können dafür 10 Euro auch nochmal zuschlagen. Und jetzt kommt wieder was für die Action-Jungs, nämlich unser gutes Firewall. Nach wie vor finde ich in VR insgesamt, also plattformübergreifend, einer der geilsten Multiplayer-Shooter, den wir haben. Auf der PlayStation unterstützt es natürlich den Aim-Controller neben dem normalen Pad. Und es hatte eine Zeit lang ein bisschen technische Probleme, die sind mittlerweile wieder ausgebügelt. Der Hersteller liefert auch ständig neuen Content, ja, es gibt immer neue Maps und neue Waffen und Zeug. Man kann immer am Ball bleiben und es macht einen wahnsinnigen Spaß. Das Ding ist ja im August 2018 rausgekommen, also feierte letztens seinen einjährigen Geburtstag und ja, einfach nur krass. Also falls ihr das noch nicht gesehen habt, jetzt für 15 Euro. Das letzte Mal war es für 19 Euro im Sale, ich glaube 14,99 ist jetzt der tiefste Sale-Preis, den ich bisher gesehen habe. Zuschlagen, Leute. Muss man einfach in der Library haben. Ist so. Und das gute alte Gran Turismo gibt es natürlich auch wieder. Diesmal für 16 Euro. Das ist allerdings ständig im Sale. Und es ist ein Flat-Titel, der nur ein bisschen VR hat. Ne? Also Vorsicht, das könnt ihr nicht komplett in VR spielen, sondern nur gegen einen KI-Gegner so ein bisschen im Kreis fahren. Zwar ziemlich viele Strecken und ziemlich viele Autos. Für Auto-Fetischisten ist da also auf jeden Fall was dabei. Aber ihr könnt nicht das richtige Spiel mit den ganzen tollen Multiplayer-Modis etc. in VR spielen. Das geht leider nicht, aber 16 Euro macht schon Sinn. So, und dann gibt es noch einen extra Sale, der nennt sich Big in Japan. Und da habe ich entdeckt, dass genau so ein ungeliebtes Hass-Liebe-Objekt, nämlich Ace Combat 7, auch im Sale ist. Kostet immer die Hälfte, ne? Mit 35 Euro vom 11. bis 26. Da habt ihr ein bisschen mehr Zeit und auch hier ist dasselbe, es ist ein fantastisches Flat-Game mit Multiplayer-Modi etc. etc. Aber in VR könnt ihr lediglich 3 Missionen spielen und dann gibt es noch so einen Free-Flight-Modus. Das ganze Ding sieht auf der PlayStation Pro unfassbar aus. Ja? Also wenn ihr mal Flugzeug fliegen wollt auf der PlayStation in VR, dann ist das euer Spiel. Aber es gibt nicht viel Content für VR. Ja. Wenn ihr die Mission durchgespielt habt, dann kriegt ihr neue Flugzeuge freigeschaltet, könnt mit denen nochmal durchjuggeln. Irgendwann ist dann aber Feierabend. Aber für diese Zeit habt ihr eine gute Zeit. Also, 35 Euro ist jetzt allerdings für dieses bisschen VR, was da drin ist, auch noch immer ziemlich teuer. Ich sage auf jeden Fall mal Bescheid, wenn das auf einen Preis gesunken ist, wo man sich das kaufen muss als VR-Enthusiast. Das ist nämlich ein schönes Ding. So, und dann gibt es, das ist genauso, dieselbe Überschrift, nämlich Monster of the Deep Final Fantasy XV. Final Fantasy XV, Riesenmarke von Square Enix. Und was haben sie gemacht? In dem Universum ein schlumpfiges VR-Angelspiel. Und das noch nicht mal gut. Tatsächlich ist das sehr lieblos hingeschnoddert.
Ja, ihr könnt halt angeln und zwischendurch kommt auch so ein Bossgegner, dann fühlt es sich für kurze Zeit an wie so ein Gallery-Shooter. Das ist wirklich was für Hardcore-Final Fantasy-Fans, würde ich sagen. Denn tatsächlich laufen da dann mal die Heroes aus Final Fantasy 15 kurz durchs Bild, ja. Die machen aber nicht viel. Ihr könnt nicht viel mit denen interagieren oder so. Die Grafik ist okayisch, aber technisch mies, ja. Und insgesamt für so einen großen Publisher wie Square Enix fand ich das alles nicht so doll. Aber jetzt gibt es für die Hälfte 15 Euro. Wenn ihr einer der angesprochenen Fans seid, dann könnt ihr da zuschlagen. Und das waren noch ein paar kleine Spartipps für dieses Wochenende und darüber hinaus. Wie gesagt, die Platin-Wochenende geht nächsten Dienstag zu Ende. Die vier Titel müsst ihr euch also schnell überlegen, falls ihr davon einen haben wollt. Unterm Strich sind die jetzt aber wahrscheinlich zur Weihnachtszeit immer wieder im Sale. Also ihr müsst euch auch nicht wirklich heiß machen. Ne? Das war's von mir. Mutensen Mo von VR. Ich freue mich über ein Däumchen. Ihr könnt natürlich auch abonnieren, wenn ihr erfahren wollt, dass Ace Combat 7 zum Beispiel unter 20 € gerutscht ist oder sowas. Wir sehen uns. Bis dann. Ciao.